Hallo, meine wunderschönen Player. Für Jeppe, Anthony, Abdel und Tim geht es heute zu einem Pornoset. Ja. Alter! Ja! Let's go! Stopp! Freut euch nicht zu früh. Marvin, du bleibst heute im Haus. Eine berühmte Rapperin wird dich heute hier besuchen. Alles auch gut. Für deine Musik. Alles gut. Double MB, sie braucht keine Frau, die rappen zeigen, Digga. Benutze sie für was anderes. Dann gibt's halt keine Queen und keine Kohle. Gut, dann gibt's halt keine Queen und keine Kohle für dich und du reist ab. Double MB, sie rappt gerne mit einer Frau zusammen. Alles klar, dann würde ich sagen, auf geht's. Warte mal ganz kurz. Ja. Ich werde mich nicht an ein pornografisches Set begeben. Mehr Haram geht nicht. Ist egal, Abdi, dann bleib einfach hier. Let's go. Alles gut. Für Jeppe, Anthony und Tim geht es nun zu einem echten Pornoset. Marvin und Abdel dagegen bleiben in der Villa. Anthony, reiß dich mal zusammen. Nein. Ich will gerne los. Du wirst nicht mit Jeppe in ein Auto steigen, er ist ein Intel. Ich glaube, so tief ist der Jeppe da nicht drin. Oder, Jeppe? Verwehrt. Wirklich, ich mein's ernst. Das wird das nichts mit unserem Date heute Abend. Haben Sie irgendwelche spitzen Gegenstände Nein. dabei? Nein. Das werden wir jetzt wohl rausfinden. Okay, ist sicher. Kannst einsteigen, Amelie. Danke, Anthony. Los. Kannst du bitte einsteigen, Jeppe? Wo ist denn Tim? Ah, der holt mir noch einen Softdrink von drin. Warum das denn? Tim! Einsteigen, bitte. Yep. Danke dir. Wieso hast du die Banane mitgebracht? Ich hab mich danach gefragt. Wenn ich sie gerne essen würde. Dann frag mich doch vorher. Betreib es nicht. Frag mich doch jetzt einfach noch mal, ob du die mit ins Auto nehmen darfst. Darf ich die Banane bitte mit ins Auto nehmen? Gerne, Tim. Dann rein mit dir. Jungs, kommt ihr? Hopp, hopp. Let's go, let's go, let's go. Wo lernen wir denn so eure Tricks? Was guckst du denn für Pornos, Jeppe? Category Animals. Not really. Ich bin noch so der klassische Pornogucker, würde ich sagen. Also einfach das Klassische, die Frau wird hart weggefickt von einem Typen und findet das mega gut. Ja, Sex halt. Was guckst du denn so, Tim? Habt ihr schon mal einen Löwen gesehen, der sich einen runterholt? Nein, ich auch nicht. Ein Löwe spart sich seine Energie auf für den Akt an sich. Frag meine Freundin. Sie ist mehr als glücklich darüber. Fickst nur deine Freundin? Ich fick nur meine Freundin. Ah ja. Soll ich mal bitte was? Ja, aber also kommst du da nicht voll schnell? Dann hast du Sex mit deiner Freundin, dann kommst du. Ich komme extrem schnell. Es ist für die Evolution total nichtig, ob die Frau kommt oder nicht. Warum hast du Sex? Um dich vorzupflanzen oder was? Mach dir gerade ein Baby? So, ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr wollt ja heute was vom Pornos lernen. Es gibt nämlich sehr viele Missverständnisse über Pornografie und über die Pornoindustrie. Kurze Frage. Ja. Bist du die Darstellerin? Oder? Nee, ich bin die Regisseurin heute. Regisseurin. Okay. Genau. Ich bin Paulita Pappel. Yeah, bitch, I said what I said. Ich leite zwei Plattformen. Lustry, das ist eine Community für Paare. Und Hardwerk, das ist ein Hardcore-Filmstudio. Feministische Pornografie heißt, es ist nicht etwas, was man an den Endprodukt sehen kann, sondern es heißt letztendlich, dass wir uns ganz viele Gedanken darüber gemacht haben, was für Sexualitäten sonst im Mainstream gezeigt werden. Missverständnis ist es ja auch, dass man denkt, feministische Pornos wären sehr soft. Ja. Da gäbe es irgendwie. Hätte ich jetzt zuerst gedacht. Ich hatte ja schon Sorgen, dass wir heute nicht gefällt. Ich sehe da eine Peitsche, das ist aber nicht besonders feministisch. Eine Peitsche kann Teil von BDSM-Spiel sein. BDSM ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche Sexpraktiken. Aber das soll voll sexistisch Spiel sein. Ja, ich habe auch gelernt, dass das die Frau objektierend. Objektifiziert. Objektifiziert. Das muss nicht sein. Es gibt keine Sexpraktiken, die an sich Frauen erniedrigen sind. Weil Sexpraktiken können Frauen nicht erniedrigen. Nur Menschen können andere Menschen erniedrigen. Ja. Was ist jetzt so genau der Unterschied zwischen einem feministischen Porno und einem eher sexistischen? Diese Idee, dass Pornos an sich sexistisch sind, beruht auf die Idee, dass Sex eigentlich was ist, was Männer wollen und Frauen haben. Und dass Frauen in so einem sexuellen Kontext immer ein Opfer sind. Ich habe eine Frage. Ja? Wo sind die Pornodarsteller und Innen? 69.1, die erste. Und wenn ihr soweit seid, los geht's. Also ich fand's auf jeden Fall halt sehr positiv zu sehen, dass die Körper von den anderen Darstellern einfach auch irgendwie normal waren. Die haben nicht mal Sixpacks, was? Tim würde sagen Stock. Ich sag Cristiano Ronaldo. Aber gerade beim Pimmel gesehen. Wie viel hat man gesehen? So. Na, egal.
Bitte schneid das raus. Ich mein's ernst. Mach doch. Pass auf. Das ist jetzt ein Vorspiel, aber man muss es, kann ich auch so unterscheiden. Also Ficken heißt nicht nur penetrativen Sex und Penicillin Vagina. Alles ist Teil der Sexualität. Also haben die gerade Sex? Ja. Also wenn die jetzt alle drei Jungfrauen gewesen wären, dann wären die jetzt keine Jungfrau mehr? Ich glaube, das Konzept von Jungfraulichkeit ist ein komplett veraltetes und sehr negatives. Wir haben diese Obsession darüber, beruht auf ein total sexistisches Bild von Frauen und von Sexualität. Wirst du reich dadurch, sag ehrlich? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Wir sind als Branche so diskriminiert politisch. Unsere Vertriebswege sind total eingeschränkt. Also wir können es nicht in die ARD-Mediathek verkaufen, zum Beispiel. Warum? Weil in Deutschland Pornos automatisch indiziert werden. Das heißt, sie bekommen keine FSK 18. Findest du, dass es okay sein sollte, dass in der was hast du, wie ARD? Hieß es? In der ARD-Mediathek? Ja. Ist das ein Streamingdienst oder? Es ist ein öffentlich-rechtlicher. Okay, also findest du, das sollte man machen? Auf jeden Fall, genauso wie es Filme gibt in der ARD-Mediathek, die ja eine FSK 18 haben. Ich weiß nicht, ob ich das unterstützen würde, weil das wird ja dann von meinen Steuern finanziert. Du, es wird vieles von unseren Steuern finanziert, was ich jetzt nicht unbedingt zugestimmt habe. Gehst jetzt nach vorne und machst auch mit. Das mache ich nicht auf. Hör auf, du machst es jetzt. Hör auf, du machst es jetzt. Du musst es tun. Unsere Serie Player of Ibiza. Alle Folgen gibt es ab jetzt. 5 Folgen for free, ohne Werbung, ohne Abo, ohne irgendwelche nervigen Anmeldungen in der ARD-Mediathek zu streamen. ARD-Mediathek. ARD-Mediathek. Alles Liebe von uns, ja. Bruno, mach doch nochmal ein Herz mit mir hier zusammen. Ich halte das gerade mit der Hand, aber... Klasse. Leute, ganz viel Spaß euch, ja? Tschüss. Ciao, ciao.